Herzlich willkommen hier zu dem nächsten Livestream. Und zwar habe ich heute zwei Partien für euch. Und zwar einmal habe ich hier Blutspur gegen Reckless und dann die andere Partie. Da habe ich Eri Tarkos gegen Burgenland. Alter, ihr wisst gar nicht, wie lange ich den Name aussprechen geübt habe. Und da ist mal kurz meine Facecam hängen geblieben. Lull. Und dann grüße ich euch natürlich alle im Stream. Alle, die hier immer die Streams im Nachhinein gucken. Vergesst nicht, die kleine Glocke zu aktivieren. Abonniert mich, ist komplett kostenlos. Und eigentlich bringe ich jeden Tag COC-Content. Also, falls ihr COC feiert und immer den Profis zu gucken wollt, dann lasst doch auf jeden Fall gerne mal ein kostenloses Abo da. Und der Huang, der Franz, der Legend, der Iva, der Hendrik, die Seiken, der Tofa, der Niklas. Was geht? Willkommen im Stream. Ich grüße euch. Und dann gucken wir mal. Also wir haben hier Cranky Kong, den Flo, den Düner. Aha, Düner. Tobi, Smirt. Auf der Seite hier von Blutspur und auf der anderen Seite bei den Reckless-Leuten spielt der Royal, der Evil, der Ares, der Sherlock und der Herkules. Ja, auf jeden Fall sehr nice. Ist Burgenland ein österreichischer Clan? Das weiß ich nicht. Kannst du sie nachher mal fragen? Weiß ich wirklich nicht. Hi Ehren, hi Tyro, was geht? Willkommen zu... Dagi und der Blitz, der Prime, guten Abend, der Georg, der Butch, alle hier schon am Schlüssel. Perfekt. Und wir müssen hier wieder unsere Legendenangriffe machen. Ihr seht, unsere Base hat wieder überragend gehalten. One-Star, Zero-Star, One-Star, 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 Zero-Star. Video von der Base habe ich gestern online gebracht, also falls ihr das noch nicht gesehen habt, unbedingt abchecken. Die Base ist wirklich überragend. Ist nicht die Base, die ich hier zeige. Was aber nicht überragend ist, sind meine Angriffe. Denn ich muss irgendwie ohne Wächter, ohne Wild Champ angreifen. Und den King will ich eigentlich auch am liebsten ausbauen. Das bedeutet, mit einem Hate muss ich gleich angreifen. Ich habe mir gedacht, warum auch immer, E-Drachen funktioniert doch eigentlich immer. Aber irgendwie... Nee. E-Drachen funktioniert nicht. Oh nee, Itzu. Jetzt traue ich mich doch nicht mehr, eine Legende anzugreifen. Dankeschön für deinen Host, Jan. Ich hoffe, du hattest einen angenehmen Stream. Nach deinen anfänglichen Schwierigkeiten lief es ja ganz in Ordnung, habe ich mitbekommen. Da. ja, dir morgen wieder viel Erfolg. Und ich grüße natürlich an die ganzen Zuschauer von Itzu. Ich stream hier die GMA. Und zwar haben wir da zwei 5 gegen 5 Matches. Und zwar einmal Blutspur gegen Reckless und dann das andere Eri Tarkos. So, jetzt habe ich sie da. Gegen Burgenland. Die beiden Partien streame ich hier für euch. Also, falls ihr noch ein bisschen Zeit habt, an dem wunderschönen Mittwochabend. Dann, ja, gibt es hier gleich 2 Stunden knapp COC-Action noch von mir. Und hier... mit Blutspur auch auf jeden Fall einen der Titelfavoriten hier auf die 50 Euro Preisgeld, die gesponsert werden von hier dem Creator Code. Ich meine, ich weiß, ihr kommt gerade alle von Itzu rüber. Aber ja, weiterhin Best of One, genau, Best of One Format. Also, wer rausfliegt, kann leider nicht mehr gewinnen, allerdings wird noch bei den Verlierern dann der genaue Platz ausgekämpft, sodass hier bei dem Turnier alle mitspielen können oder zumindest nicht nur eine Partie haben. Und ja, dann wollte ich eigentlich gerade, weil am Anfang hier nicht so viel Action ist, kennt ihr ja immer selbst, die ersten paar Minuten werden immer geplant, weil ich gerade in der Legende live angreifen habe, gesagt, dass ich weder Wächter noch World Champ, mein King möchte ich eigentlich auch schlafen legen, mit einem Held angreife und
irgendwie, keine Ahnung, habe ich mir gedacht, E-Drachen ist gut, aber ist es dein eigenes Turnier? Nee, das ist GML. Aber die habe ich unterstützt. Hi Gabriel, welcome buddy. BS for the win. Nice, welcome. Ja, alles fit? Ja, Raffi, und bei dir? Dann müssen wir jetzt hier tatsächlich angreifen und ich weiß jetzt schon, dass wir safe wieder einen Zero oder einen One-Star. ja, meine Ethas sind noch nicht mal mehr ausgebaut. Das hält's doppelt schlimm. Aber mal gucken. Vielleicht kann das ja hier trotzdem irgendwie funktionieren. Meine Queen ist sogar jetzt hier auf den Rathaus. Komme hier einen Frostzauber auf, aktiviere jetzt hier die Queen, dann habe ich zumindest den ersten Stern. Den ersten Stern, den habe ich dann schon. Und dann brauche ich jetzt eigentlich doch nur noch den zweiten Stern. Das heißt, ich komme mal hier von der Seite. Also, wie Itzu das immer erklärt in den Videos. Die E-Drachen in einer Reihe. Habe ich das nicht perfektioniert? So, den Feger vielleicht noch einmal frosten. Wo den nächsten Wutzauber hier unten hin. So, und dann habe ich tatsächlich sogar die zwei Sterne gerettet. Let's go. hi Jerome. Ich bin der beste Spieler. Nice. Jeffy, Fifi, was geht, Lunat? Ich grüße euch. Raffi, was geht, du? Hi, Fabi. Morgen habe ich Geburtstag. Oh, Fabi, dann feier schön. Zeuster, was geht, du? Mal Track Clown probiert. Echt, funktioniert Track Clown ohne Helden? Ich glaube, funktioniert auch nicht wirklich, oder? Hart gönne! Kann man sich nur so hart gönne! Der COC sucht die 09. Vielen lieben Dank für dein Sub auf Twitch. Vielen lieben Dank für den Support und viel Spaß mit dem Emotes. Dankeschön, mein Lieber. Hi Daniel. So, easy die zwei Sterne geholt. Ich glaube, mit 69% zwei Sternen wäre Itzu auch zufrieden, oder? Ich glaube schon. So, der erste Live-Angriff. Lol, Düna ist einfach... Düna kennt sowas wie Plan nicht. Und hat hier... Lol, holt hier sogar den Triple, oder? Ja, zwei Gebäude noch übrig. Mit Queen Charge Miner. Und dann müssen wir mal gucken, wie er das hier hinbekommen hat. Und zwar sehen wir hier Rathaus Clanburg. Die Base kenne ich irgendwo schon. Irgendwo habe ich mal auf die Base geplant, glaube ich. Das ist, glaube ich, noch eine Rathaus 12 Base. Hier Streukatapult dazugestellt und hier auch. Nice, Zero. Und er wird hier einfach wahrscheinlich für das Rathaus gegangen sein. Kann sich nur so hart kennen. Kenne dich durch die WM, wo du ingame verlinkt wurdest. Feier Itzu zwar mehr. Was? Was? dich aber auch. Dankeschön, mein Lieber. Vielen lieben Dank. Und genau, die WM habe ich zusammen mit dem Chris gestreamt. Der Chris war eben auch noch die ganze Zeit im Chat. Weiß nicht, ob er jetzt immer noch dabei ist. Habe ich viel verpasst? Das ist der erste Angriff hier im Civi. Ein Alter, der kennt mich ja dann auch. Ja, Chris. Du bist eine bekannte Socke. Wird
Ich bin berühmt. Euer Chris. Was sagst du zum aktuellen Balance-Änderungen? Die sind eigentlich ganz nice. Ich glaube, wir dann den richtigen Punkten, richtigen Punkten angepackt. Hier gerade Queen Charge Miner, Queen Charge Hogs. Mit dem Boy Champ aktuell finde ich tatsächlich ein bisschen zu stark. Yetis sind super stark. Und genau die Angriffsstrategien werden jetzt hier ein bisschen genervt, finde ich, mit den Balance-Änderungen. Und mal gucken, ob das jetzt reicht, ob man vielleicht den Royal Champ noch ein bisschen schlechter machen soll. Ich meine, ihr habt ja wahrscheinlich heute alle das Video von Itzu gesehen. Der Royal Champ ist schon verdammt, verdammt stark. Und ich glaube, irgendwie, weiß nicht, wenn so ein 20er Held irgendwie so eine 70er Queen irgendwie im 1 gegen 1 besiegen kann, ist es irgendwie ziemlich komisch, finde ich. Valkyren müssen zurück. Finde ich jetzt nicht, aber zum Glück gibt es ja unterschiedliche Meinungen. Darf man einfach so Noobs in COC nennen oder muss man fragen, ob man das machen darf? Nochmal 100 Bitties und schreibt für Chris, da ich ihn auch kenne, Kappa. Dann geht ja schon wieder der nächste Abend, wo ich Chris sehe, auf mich. Ah ja, sind das alles deutsche Teams? Julian ist eine deutsche Liga, also sind das natürlich auch alles hier deutsche Teams, die wir hier sehen, außer ich glaube, irgendjemand hat gerade Burgen, Burgenland gesagt, dass sie aus Österreich sind, also deutsch sprechend. Moin, wie geht's? Niklas, mir geht's ganz gut. Hi Laura, es geht. Klarlos, planlos, sucht neue Leute. Einfach ein Los dahinter hauen und schon zack, neuer Clan. Burgenland ist ein österreichisches Bundesland. Ja, siehst du, wusste ich nicht. Dankeschön für die ganzen Twitch-Follows. Darf man sich jetzt Noobs nennen? Julian, natürlich ist eigentlich der Gedanke dahinter, dass die Leute aus den Community-Clans oder aus den Clans sich so nennen. Aber wenn du das möchtest, klar. Dagegen habe ich natürlich nichts. Hier, die heißen ja alle Noob, Snoop, Noob, Noob, außer Kauris, Raivan. Die müssen wir auch noch überreden. Aber ansonsten heißen ja hier fast alle Noobs. Im zweiten Clan sieht das genauso aus. Hier alle, die schon ganz lange mit dabei sind. Die haben sich so umbenannt. In Heartless haben wir das auch teilweise. Da noch nicht so viele. Haben wir hier den Bakira, den Shumi, den Chrissy. Also die ganzen OGs. Veni hat sich jetzt auch umbenannt. Dodo. Da haben wir auf jeden Fall einige. Und wir haben jetzt hier auch den nächsten Live-Angriff. Diesmal bei Reckless. Und da haben wir hier Pekka Bobet ausgebildet. Denn hier ein Single-Inferno-Turm, zwei Single-Inferno-Türme. Aber meistens ist es tatsächlich so, dass die Fledermäuse da trotzdem nicht genug bekommen. Bin ich mal gespannt. Jetzt mal, dass er dann einfach für die ganzen Multi-Inferno-Türme die Fledermäuse sich aufheben möchte. Drei Frostzauber hat er mit dabei. Julina, was geht? Die Ramme kam hier leider aber ein bisschen spät. Darum läuft hier Queen, Pekka, Bowler ein bisschen außen rum. Kommen jetzt hier aber alle wieder zurück. Besser ist das. Leider gehen die jetzt hier aber auch auf eine andere Mauer. Wir folgen hier nicht der Ramme. Jetzt muss erstmal sichergestellt werden, dass das Rathaus fällt. Das sieht danach aus. Jetzt hier auch der Wächter sehr schön gezündet. Truppen hier am Rathaus wurden leider nicht getroffen, aber wir haben ja auch so genug Leben. Und jetzt müssen wir mal hier gucken. King Bowler laufen jetzt hier wieder falsch rum. Und was er da jetzt hier zum Schluss noch mit den ganzen
mit den ganzen Fledermäusen holt. Er sollte die so langsam setzen. Single Inferno-Turm plus Luftabwehr hier auf den Heiland. Die hätte er auf jeden Fall beschützen können. Da hat er aber leider nicht rechtzeitig reagiert. Jetzt wird das Ganze deutlich schwieriger. Die Päcker ohne die Heiler. Jetzt hier auch der Wächter, der hier wegstirbt. Da hätte vielleicht reagieren müssen. Aber mal gucken. Jetzt hier die Luftabwehren. Die werden jetzt hier rausgesniped. Der Multi geht auch down. Aber die gegnerische Queen, die bleibt jetzt hier leider stehen. Wir haben hier noch den Magierturm. Den hat er leider nicht mitgefrostet. Das hat weh. Und an den Magierturm wollte er mit dem Eisgolem tanken. Das klappt jetzt hier leider auch nicht. Und damit holen jetzt hier die Fledermäuse nicht so viel raus. Schade. Obwohl hier zwei Single genutzt werden. Ich habe meinen Milchzahn gebrochen. Null. Hat man nicht Milchzähne mit so 14 nicht mehr? Oder meinst du deine Weisheitszähne? Null. Wer spielt gerade? Reckless gegen Blutspur, danach Burgenland. Oh, dass sie mich immer zwingt, den Namen auszusprechen. Eritakus. Ha, ich hab's geübt, Z. Gibt keinen Grund, wieso man Bobet spielen sollte. Doch, ich glaube, die Idee war schon ganz gar nicht so schlecht. Da die Fledermäuse zu benutzen. Ich glaube, er hätte einfach nur hier die Fledermäuse so benutzen müssen, dass er seine Päcker und seine Heiler beschützt. Und dann, denke ich, hätte das echt 90% plus werden können von den Prozenten her. Guckst du Fußball? Weniger. King hat Auge gemacht. Raffi, war das dein Account, mit der da gerade angegriffen hat? Noch macht der King kein Auge. Hier die Bowler. Die haben sich jetzt hier irgendwie, warum auch immer, so eine eigene Mauer. Durch eine eigene Mauer sind die da gegangen. Das war ein bisschen unlucky. Da kam die Rammen ticken zu spät. Und jetzt, dass die Truppen da rauslaufen, ist halt auch super unglücklich. So, die hätten eigentlich hier reingesollt, damit er hier in der Mitte noch mehr bekommt. Und halt zum Schluss Streukatapult plus Magierturm. Aber ich glaube, hättest du quasi jetzt deine Fledermäuse gestartet, hier auf die beiden Gebäude, dann hättest du echt den Angriff noch irgendwie so ein bisschen retten können. Aber hätte Fahrradkette. Ey, ich kann es bestimmt nicht besser. Darum gucke ich hier erstmal zu. So. Bist du der Meinung, dass Rathaus 13 und irgendwann Rathaus 14 neue Spieler abhält, irgendwann COC zu spielen, bei Rathaus 1 zu starten, weil man befürchtet, nie hinterherzukommen? Ehrliche Meinung. Ich habe ja auch neu angefangen. Trimix hat ja diese Free-to-Play-Challenge ins Leben gerufen. Also ich glaube, da haben bestimmt ein paar hundert, wenn nicht sogar 1000 Spieler neu mit COC angefangen. Und man kommt echt Free-to-Play innerhalb von 2 Wochen Rathaus 8 maxed. Wenn man sich anstrengt und ordentlich farmt, ist es gar kein Problem. 2-3 Wochen farmen. Dann bist du schon Rathaus 8, also du kannst echt richtig, richtig schnell aufholen. Und gerade durch den Goldpass, ich habe jetzt hier auch den Goldpass auf dem Account. Der Goldpass ist halt insane, also da bekommst du, ich glaube, der kostet 5 Euro
und der ist gefühlt 50, wenn nicht sogar 100 Euro wert. Was du da für Items bekommst, das ist insane. Und damit kannst du auf jeden Fall, finde ich, ziemlich schnell aufholen. Allerdings jetzt der nächste Live-Angriff und, das ist eine Itzu-Base, oder? Nee, aber hier, das ist doch so ähnlich wie meine. Wirklich? das darf dir nicht passieren. Das ist doch so der grobe Aufbau von meiner Homebase, oder? Oder täusche ich mich da gerade? Noob, wie findest du den Warden-Skin? Da bin ich ein bisschen kritisch. Ich finde den, am Anfang habe ich den, keine Ahnung, richtig komisch gefunden. Mittlerweile, wenn er da so mit seiner Hand so, keine Ahnung, so komisch ausholt, das sieht echt lustig aus. Aber so, keine Ahnung, gucken wir mal. Am Anfang werde ich ein bisschen benutzen und dann wahrscheinlich wieder zum Party-Magier umsteigen. Der Skin ist ugly. Ja, ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. Da bin ich ganz bei euch. So, jetzt haben wir hier die Helden gesehen, die ja super viel rausbekommen haben. Und jetzt hier die Drachen. Allerdings jetzt hier die Rathausbombe. Drachen, die ganzen Loons getroffen und der Slow jetzt hier hinten raus auch noch. Und er hat noch einen Frostzauber, einen Wutzauber. Und hier jetzt die Fledermäuse. Puh. Ich weiß nicht. Das wird jetzt hier echt auf jeden Fall hinten raus nicht langen. Das ist hier die erste Verteidigung von den Reckless-Jungs. Nice. Und das langt hier nicht. Das sind hier 65%, 2 Sterne. Retis mich ins Rathaus und die Base ist weg. Ihr sagt es immer so einfach so, Chat. Ja, einfach irgendwas drauf, dann sind es 3 Sterne. Ich glaube, dass die beiden Teams auf jeden Fall gar nicht so schlecht sind. Und auch wissen, was sie machen. Aber auch da gucken wir uns das Ganze nochmal an. Da lief nicht alles richtig. Gucken wir nochmal, was der Tobi hier gemacht hat. Erstmal muss ich nochmal davon reden, dass es genauso aussieht wie meine Homebase. Guckt euch mal das an und was... Der hat doch einfach nur die Homebase ein bisschen genommen und ein bisschen umgebaut, oder? Oder das benutzt und... Dann ein bisschen umgebaut. Hier auch Adler steht in der Mitte. War eine frühe Rathaus 12 Pushbase. Okay, Raffi. Lol, Laura. So, aber was man sagen muss, hier der Royal Ace, Alter. Wir haben hier X-Bows oben, wir haben hier die Streukatapulte oben, wir haben die Inferno-Türme oben, wir haben die Magier-Türme oben. Da fehlt nur noch die Mauern und die Luftabwehren, wenn ich mich nicht ganz täusche. Also der ist hier echt schon richtig weit auf Rathaus 13. Nicht schlecht. Hi Connor, hi Markus. Der Ü25 Showtime, ich grüße dich. Wie geht's dir? Lange nicht mehr gesehen, oder? Nobo, nope. Accounts kaufen ist verboten und damit nicht erlaubt. Ja, war in der Reha. Ich hoffe, dir geht's besser. Hi Marvin. Kanonen fehlen noch. Oh, stimmt. Ja, Kanonen fehlen noch. Kanonen sehen sie hier sogar so aus, als ob die nicht Rathaus 12 Standard sind, oder? Und, ey, Chat, sind wir uns mal ehrlich? Hätte er nicht mindestens eine Truppe hier reinschicken müssen in das Loch? Ich meine, das ist ein Loch mitten in der Base. Das muss bestraft werden.
ist die Lücke an deinem Rathaus extra. An meinem Rathaus habe ich eine... du musst sehen, das ist nur eine Showbase. Das ist eine Base, die Itsuma eine lange Zeit benutzt hat. Und ich glaube auch nicht wirklich vorgestellt, aber zumindest mal einen Base-Link irgendwo reingeschickt hat. Wo ist denn hier eine Lücke bei meinem Rathaus? Achso, du meinst hier? Ja, die ist tatsächlich gewollt. Die ist tatsächlich gewollt. Ich will ja, dass die, dass zum Beispiel, wenn irgendjemand hier am Rathaus irgendwas setzt, ich will, dass die quasi hier einmal drumherum laufen. Und hier ist ja dann nochmal der ganze Damage. Die Queen kommt raus. Die Clownburg wird komplett gelockt. Also, dass da eine Mauer fehlt, ist tatsächlich gewollt so. So, oh, ich muss mal echt die ganzen Follows vorlesen. I'm sorry. So, der Achim, dankeschön für dein Twitch-Follow. Und der Lu Fetich, dankeschön für dein YouTube-Abo. Niklas, dankeschön auch für dein Twitch-Follow. Vielen lieben Dank. Echt super, super lieb. Wir haben auf YouTube die 20.000 Abonnenten endlich erreicht. Das war schon echt insane. Gute Idee. Ist nicht meine Idee, ist von Itsune Base. Habe ich nichts mit zu tun. So, nächster Live-Angriff. Auf Düner. Oh, ich darf Düner seine Base burnen. Das gibt wieder Ärger, wenn ich den jungen Mann irgendwo sehe. Oh, die schwarze Mine. So, Angriff hier von Evil. Wir sehen hier Yeti Bowler. Laura, dankeschön. Noob zu Schlingel, ich bin immer ein Schlingel. Kispi, das ist das Blutspur-Match. Und zwar hier Reckless gegen Blutspur. Blutspur spielt aber allerdings in Bengas Clan. Wir haben jetzt hier den Wächterwalk gesehen. Jetzt kommen hier die Yetis, die Bowler. Ich würde immer den ersten Wutzauber so in die Base so ein bisschen mitnehmen. Okay, jetzt hier sehr früh den Wächter. Aber ich glaube, das ist ganz gut. Jetzt muss er nur hinten raus das Rathaus bekommen. Das ist jetzt hier schon echt ein riskanter Angriff. Hätte ich so in der Clankriegsliga nicht abgesegnet. Und jetzt stirbt hier auch die Queen. Und er ist komplett... Wow, komplettes Risiko. Entweder das trippelt oder das wird ein One-Star hier. Rathaus immer noch nicht aktiviert. Slammer von der ganz anderen Seite. Jetzt bin ich mal gespannt. Fällt jetzt hier das Rathaus? Wenn das Rathaus fällt, dann sieht das hier echt nicht schlecht aus. Und das Rathaus fällt hier. Tatsächlich, der Single-Inferno-Turm. Der ist jetzt hier ein bisschen nervig. Und... Ah, dann langt das hier trotzdem nicht. Schade. Guckt euch mal die ganzen Luftskelette an. Nice try. Da lebt nicht mehr viel hinten raus. Ein Bogiturm, zwei Magiertürme. Zweiter Bogiturm, eine Kanone, dritter Bogiturm. Das ist nicht mehr so viel. Netter Versuch auf jeden Fall. Ja, also ich hätte den ersten Wutzauber ein bisschen später geworfen. Julia, danke schön auch für deinen Twitch, oder? Waren die GML-Matches schon? Nein, wir sind mitten dabei. KDA Gamer, was geht? Willkommen zu ihm. Das sind 4 Bogitürme. Ja, ich so, einer, zwei, drei und dann nicht so, pssst, da ist noch ein vierter. Hier ist auch noch eine Kanone. Also es lebt schon noch ein bisschen was. Sind jetzt hier auch leider nur 70%, aber der Angriff sah schon echt ziemlich gut aus. Noobs, wie geht's deinem Kind? Glaubt Marv, Regel Nummer 1 in unserem Chat. Regel Nummer 1. Blutspur. Was geht, Noob? Wer ist eigentlich... Wer steckt eigentlich hinter dem
YouTube-Account. Nice, Julia. Direkt doppelt. Der Ehrensoldat, der Zirisi. Dankeschön auch für eure Follows. Regel Nummer 1, über den King wird nicht geredet. So sieht's aus. So hart gönnen. Wie kann man sich nur so hart gönnen? Der Talion, Dankeschön, mein Lieber, vielen lieben Dank für dein YouTube-Abo. Sub, vielen lieben Dank. Top, du streamst das Event. Blutspur gegen Reckless und danach haben wir... Oh, ihr wollt doch nur, dass ich die ganze Zeit mich verspreche bei den Namen, damit ihr wieder was zum Lachen habt. Eritakus. Ha, ich kann's. Gegen Burgenland. Darf man Werbung für seinen Clan machen? Ja, einmal bitte. Also, einmal pro Stream dürft ihr gerne Werbung für euren Clan machen. Wir sind ja alle eine kleine COC-Familie. Ich weiß, wie schwer es ist. Ich habe ja auch ganz viele eigene Clans. Einmal schreibt am besten rein, ab welchen Ratestufe man rein darf. Schreibt ein paar nette Sachen. Und nicht irgendwie, ja, suchen Leute, sind im Neuaufbau. Ich glaube, dann kommt immer niemand. Aber wenn ihr da irgendwie was Nettes reinschreibt, dann hat vielleicht der eine oder andere auf jeden Fall Interesse. Gerne und moin, schaut uns immer auf YouTube. Aber Twitch gefällt mir das doch besser. Ehre. Vielen lieben Dank. Go, Reckless. Ja, wird hier. Mal gucken, ob das hier noch spannend wird. Hier Blutspur mit einem Triple. Am Anfang direkt von Düner. Seine Base im Gegenzug hat gehalten. Und... kann man sich nur so hart gönnen. Der Trap Sascha gönnt sich hier auch. Vielen lieben Dank. Mein Lieber, Dankeschön. Showtime. Nope. Der Mediendirektor der Blutspur GmbH und Co. KG. Ah ja, man kennt ihn. Bin neu in Reckless, Grüße. Dann dir viel Spaß in Reckless. Die sind alle super, super lieb. Und Dankeschön auch für deinen Sub. Ehre. Vielen lieben Dank für den ganzen Support. This is the future. Human error. Stimmt, Fabi ist ja auch neu mit dabei. So, mal gucken, wer sich hier gleich als nächstes traut anzugreifen. Lol, Maxi. So, nächster Live-Angriff von Sherlock. Und da sehen wir hier Quinta Schweinereiter. Sehr gut, sehr schön. Den sehe ich immer sehr gerne. Oh, der Wutz. Der Wutzauber, okay. Okay. Hatte da Angst vor dem King, kenne ich tatsächlich. Und wir haben hier einen Boden-Expo, der Bogi-Turm. Jetzt muss hier aber die Queen erstmal richtig laufen und der Tesla ist schon super weit weg. Die Queen läuft jetzt hier um die Ecke und ich weiß nicht, ob das geplant war. Jetzt hier auch die Luftabwehr. Er reagiert hier super schnell, sehr vorbildlich. Und das war gut. Jetzt kommt hier allerdings auch die Clanburg raus. Nächster Wutzauber hier für die Queen. Perfekt. Boden-X-Bau nervt da Hund plus Eisgolem Clanburg. Da den Giftzauber gut werfen. Macht er hier. Vielleicht einen Bogi dazu setzen. Alter, das ist ja ein richtiger Profi. Und dann bekommt ihr jetzt hier mit dem Queen Walk. Nächster Wutzauber. Die gegnerische Queen vielleicht noch. Oh, die Queen kommt jetzt hier doch nicht raus. Schöner Frostzauber und die Queen geht doch down. Perfekt. So, aber war jetzt hier auch super teuer. Hat 3 Wutzauber benutzt. Frostzauber. Und eigentlich hier nur Rathaus, gegnerische Queen und Clanburg bekommen. Und
Jetzt muss er hier noch mit den Schweinereitern dazukommen. Hat zwei Heilzauber mit dabei und hier den 50er Wächter. Und jetzt sterben hier leider die ganzen Heiler schon früher weg. Hier die Gebäude gehen down und dann hat er jetzt hier leider den Wächter auch schon gezündet. Und jetzt fehlt ihm da wahrscheinlich hinten raus die Zauber, die ganzen Boden-Exposed, die machen hier super viel Schaden. Streukatapult. Und dann sind das hier 64%. GG hat noch 8 Mauerbrecher. Ah, er wollte hier wahrscheinlich echt hier mit der Queen hier lang. Das war wahrscheinlich sein eigentlicher Plan. Also Queen falsch gelaufen, trotzdem 64% geholt. Nice try. Luis, benimm dich, sonst gibt's Chatban. Julian, nein, Clans bewerten tue ich nicht. Was seid ihr denn heute so böse, Chat? Kann man sich nur so hart gönnen? Alter, was denn heute los? Der Julian B. Dankeschön auch für deinen Twitch Prime. Der ist kostenlos. Vielen lieben Dank. Und auch dir viel Spaß mit den Emotes und Dankeschön für deine Unterstützung. Gegen Reckless, was habt ihr denn gegen Reckless? Die sind doch. Ich habe noch nie was Schlechtes über die gehört. So. Jetzt fühle ich mich schlecht. Wieso, Sascha? Lol, Lukas. Toxic. Es wird hier auch noch gegen mich geschossen. Ah ja. Ich schieß zurück, Chat. Glaubt mir. Ehren, ich hab's gesehen. Einfach ja, dich an Supporter melden. Am besten. Oder du kannst mir mal die Insta-Seiten geben. Dann leite ich die vielleicht an Supercell weiter. Aber jetzt hier erstmal konzentrieren auf den Angriff von Royal Ace. Hier bei Rekt die Nummer 1. Und wir sehen hier, wenn wir hier ins Rathaus reinchargen, nächster Wutzauber. Jetzt hier zwei X-Bows drauf. Und das Streukatapult, das macht auf jeden Fall schon super viel Schaden. Aber die Queen überlebt das Ganze hier erstmal. Schöner Wutzauber. Und jetzt geht hier auch das Streukatapult noch down. Schöner Frostzauber. Queen, Adler und hier den Wächter getroffen. Allerdings, was ihm jetzt hier gar nicht schmecken wird. Nee, die Queen ist clever gewesen, aus dem Wächter hier rausgegangen. Und damit kann jetzt hier die Queen einmal überleben. Auf der anderen Seite haben wir die Drachen und den Wächter. Den Wild Champ sehen wir hinten raus dann wahrscheinlich noch. Adler geht jetzt hier auch endlich down. Perfekt. Letzter Orb. Muss jetzt hier den Wächter zünden. Wächter, 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 Wächter. Oh, Wurf. Ah, da sind dir drei Drachen noch weggestorben. Das war. Hättest du ein bisschen früher deinen Wächter zünden müssen. Jetzt hier. Die Queen bekommt hier den Wächter auch noch raus. Den verteidigenden Wächter. Jetzt haben wir hier den Royal Champ. Der kann jetzt hier auf jeden Fall nochmal einiges rausholen. Die Heiler leben hier auch noch. Fähigkeit gezündet. Wenn jetzt hier der Royal Champ hier die Heiler irgendwie beschützen kann. Oh, das könnte hier echt der erste Triple sein, oder? Ah, die Kanonen. Wenn der Multi down geht. Geht der Multi down? Letzter Schuss. Ah. Aber der hat noch zwei Drachen. Ich weiß nicht. 30 Sekunden.
Wenn die jetzt hier irgendwie Richtung Multi fliegen würden. Richtung Multi. Die Queen ist jetzt hier in der Reichweite von, von der Kanone. Geht jetzt down, fliegt Richtung Multi, 20 Sekunden. Und die Drachen, zumindest einer fliegt jetzt hier zu Multi, oder? Schwarze Mine jetzt hier leider nochmal abbekommen. Oh, das könnte jetzt hier genau lang in der Multi-Inferno-Turm. Geht down, die Queen bekommt die Kanone. Und das ist der erste Triple. GG. GG. So close, aber sind drei. Hm, genau sieht es aus, Marco. Und damit jetzt hier auf beiden Seiten ein Triple. Uff, das war halt hier der Chris. Einfach nur uff. Gute Nacht, Showtime. Schaut ihr immer vom eigenen CK-Angriff nach, wie viele Mitglieder im Clan gerade online sind, seid ehrlich, oder geht's nur mir so? Im Stream ist mir tatsächlich der CK, also die Leute, die mir dann im Ingame zugucken, egal. Aber on-Stream anzugreifen, das ist auf jeden Fall immer ekelhaft. Ist man immer doppelt aufgeregt. Wer trippelt, hat recht. Alter, Chris, du hast da was ausgelöst. Jede Argumentation ist mit dem Satz, wer trippelt, hat recht, zu Ende. Wirklich. Der hätte aber das und das besser machen können. Wer trippelt, hat recht. Zack. Diskussion beendet und gewonnen. Ist doch auch so. Ja, Martin, ich weiß. Macht Raffi den letzten? Ich weiß gar nicht tatsächlich, wer Raffi von den Jungs ist. Dass ihr euch immer unterschiedlich in-game und auf Twitch oder YouTube nennen müsst. Wie geht's? Mir geht's eigentlich ganz gut, Julian. Und selbst... ab hier. Nee, man kann nämlich schön und hässlich trippeln. Triple ist Triple Salty. Und wer in der Clankriegsliga trippelt, ist immer der Held. Egal, ob das close war, ob das nicht close war. Wer trippelt, hat recht. Und ja. Dann hat die Diskussion gewonnen. Hi, Henne. Bist du Düner? Ja, oder? Henne ist Düner. Endlich Rathaus 13 auf Stufe 5 abgeschlossen. Ich brauche noch 4 Tage. Und dann wollte ich eigentlich das mit dem hier machen. Aber irgendwie... habe ich das irgendwie nicht hinbekommen. Auf meinem Future-Play-Account habe ich das Buch des Bounds bekommen. Hier nicht, und da rege ich mich irgendwie ein bisschen selbst drüber auf. Aber so viel zu tun in letzter Zeit. So, Cranky Con. Zehn Stunden hast du noch, aber ich bin der Legende, sprich, ich habe nur noch 6 Angriffe für heute. Ah ja. Ein Düner.
Stimmt, das ist nicht gut, ja. Ich könnte ja vielleicht auch die Nacht durchmachen. Lol, wir haben Golem. Wir haben hier einen Golem in der Klamburg. Eisgolem, Golem. Interessant. Ich weiß auf jeden Fall, dass man auf Rathaus 10 immer mal den Golem in die Clanburg packt, weil der da echt ekelhaft ist. Dann die Queen. Sollte jetzt hier eigentlich reinlaufen. Sprungzauber sitzt auch schon. Jetzt hier der Wutzauber, Royal Champ. Oh, schwarze Mine. Und musste jetzt hier auch die Queen zünden. Und das Streukatapult hat hier auch einmal auf die Heiler geschossen. Also jetzt bloß nicht den Adler zu früh aktivieren. Hat noch einen Wutzauber. Hier wahrscheinlich für die Queen. Und dann hier 29 Miner. Letzter Wutzauber. Adler schießt jetzt hier auf den einen Packer. Das ist in Ordnung. Aus der Kaserne kommen jetzt hier die Schweinereiter raus. Die Miner Richtung Rathaus haben wir hier Bodenskelettfallen. Haben wir nicht. Hier Wächter gezündet. Queen auch immer noch am Leben. Nächste schwarze Mine. Autsch. Aber das sieht doch hier hinten raus ganz gut aus. Ein Heilzauber hat er jetzt hier noch. Aber das Streukatapult, das könnte jetzt hier böse werden. Heilt jetzt hier aber schön durch. Und das. Und könnten hier die nächsten drei Sterne werden. Hierfür Blutspur. Da jetzt hier die Boden-Skelettfalle am Rathaus wäre die ekelhafter gewesen. Gerade weil meine aktuell so stark sind. Und das sind hier drei Sterne. GG. An CrankyCon ist das hier ClashCon. Von der GML. GG. Wer ist auf dem BS-YouTube-Account? Der Media. Was? Wie hat er sich eben genannt? Media Manager von Blutspur. Und GmbH und Co. KG oder so. Da hat schon jemand den ersten Live-Dreier verpasst. Nein! Hermann, ich komme gleich zu euch. Sobald hier in 7 Minuten bin ich bei euch. So, Smeert ist der nächste. Seit wann sind Miner so stark? Seit Rathaus 13. Seitdem die Miner ein neues Level dazu bekommen haben, seitdem es den Void Champ gibt, sind Miner und Schweinereiter super stark. Und vor allem Hybrid. Hybrid ist so strong. Wir haben im vierten Clan den CW verloren. Ja, habe ich mitbekommen. Mit 2 Sternen, glaube ich. 23, 25, irgendwie sowas. Prognose für den nächsten Angriff. 3 Sterne. So. Mauerbrecher sitzen. Nicht? Was? Was? Hä? Wie hat das denn nicht funktioniert? Jetzt hier aber Glück gehabt. Dass irgendwie trotzdem noch langt. Jetzt hier 3 Eisgolems wieder. Hat man immer richtig Bock drauf. Da waren aber Riesenbomben und noch normale kleine Bomben vom Rathaus. Sehr ekelhaft, aber Mauerbruch trotzdem funktioniert. Und jetzt der Riese Null. Ah, wollte hier die Kanone rausbekommen. Kriegt das aber leider nicht ganz hin, oder? Doch. Der Magier aus der Kaserne. So, Queen hat währenddessen das Rathaus bekommen. Und dann kommen jetzt hier die Miner dazu. Und der Royal Champ hier auf Stufe 10. Und der hat sogar einen Wachtrank drin. What? Das ist tatsächlich nicht so viel. Die gegnerische Queen geht die noch down. Ein Schuss. Die Queen läuft jetzt hier rum. Wutzauber für die Queen. Wutzauber für die Queen. Die Queen hatte ein HP. Nee, er will hier den. Da leben nicht mehr so viele Heiler. Darum hat er jetzt hier den Wutzauber für die Miner benutzt. Und hat jetzt hier auch noch einen Heilzauber. Sieht wieder sehr stark hier nach den 3 Sternen aus. Und wieder hier mit Queen Charge Miner.
Wer hat hier nochmal gerade gefragt, ob meine OP sind? Oder stark, sorry. OP ist ja immer. Stark sind sie. Meine sind super stark. Wir müssen aber hier ein bisschen auf die Zeit aufpassen. 25 Sekunden noch. Und muss jetzt hier noch 12% holen. Der Royal Champ kriegt jetzt hier leider nicht alles down. So, boah, das wird hier super knapp. 7 Sekunden noch, aber das sollte hier genau lang. Die Miner teilen sich auf und dann sind das hier 3 Scheren der GG. Schöner Angriff von Smirti. Von Smirt. So. Und 2 von uns sind Rathaus 13, dann hatten keine Zeit, Notfälle. Ja, darum ist Smirt mit dabei. Ey, Smirt hat das super gemacht. Der hat einen Triple geholt mit so niedrigen Helden. Was wollen wir mehr? Jetzt haben wir hier noch bei jeweils beiden Teams einen Angriff. BS ist on fire, auf jeden Fall. Dieter, da müssen wir uns ja gegen euch anstrengen. GG, ja. Das war ein schöner Dreier. Ja, alle Angriffe bis jetzt sind hier auf jeden Fall super. Welches ihr? So, Herkules, der Letzte. Und er hat gerade gesehen, Queen Charge Miner funktioniert ganz gut. Und auch so ein ähnliches Base Layout kenne ich. Normalerweise die Tesla Farm hier, weil man immer hier einen Wächterwalk starten möchte. Alter, da bin ich in der Legende mal richtig auf die Mütze gefallen. Habe ich einen Wächterwalk hier für den Multi starten wollen. Zack, Tesla Farm. Und da ist mir mein Wächter, die Wächterfähigkeit. Und ich musste einen Wutzauber benutzen. Das war nervig. Aber die Base kann man, glaube ich, von der 9-Uhr-Ecke mit Yetis Mech legen, wenn man hier über den Streukatapult springt und hier über den X-Bau. Ist ein bisschen riskant. Aber ich habe auf die Base, weil ich auf der Legende immer so oft gefailt habe, ein bisschen geübt. Und dann hat das funktioniert. Ich glaube, Jojo hat die auch mal benutzt. Und jetzt hier leider seine Queen falsch gelaufen. Nicht zu dem Multi-Inferno-Turm rein. Und jetzt hat er hier sogar noch eine Kleinkram-Clanburg. 10 Bogenschützen, Bodenskelette. Und seine Heiler sind hier leider auch weggestorben. So, jetzt hier den Wächter schön gezündet. Royal Champ hat jetzt hier überlebt. Ziemlich viel Schaden. Jetzt muss er hier irgendwie noch die Beine am Leben halten, damit er hier wenigstens noch 2 Sterne retten kann. Und währenddessen nächster Live-Angriff. Tornadofalle hier super komisch platziert. Was hat er denn mit der Tornadofalle davor gehabt? Aber hier 2 Sterne gerettet, aber viel mehr wird es hier leider nicht. Das ist auch immer ekelhaft, wenn der Royal Champ hier auf den Hund geht. Nervig. Aber gewinnt man, dann können wir sagen, wir haben gegen den Champion gewonnen. Ah ja, Raffi. Nee, nee, nee. Das wird ein Noob-Team. Wir haben so viele an den Start geschickt. Aber mal gucken. Ja, es sind auf jeden Fall viele gute Teams mit dabei. Blutspur. Auf jeden Fall einer der Favoriten. Eve ist noch mit dabei. Die haben auch auf jeden Fall gute Chancen zu gewinnen. Und gleich Burgenland gegen. Oh, wow. Eritakus.
Die sehen wir da auch noch. Ihr Mauerbruch hat funktioniert. Wieder interessantes Base-Building. Oh, die schwarze Mine, die tat weh. Jetzt hier doppelrote Minen. Lol, wie weit der Ballon einfach kommt. Aber ich weiß nicht, wie er sich das hier vorgestellt hat. Der Flo, hier der Single-Inferno-Turm, fängt jetzt hier super früh mit den Schweinereitern an. Okay, 1:30, vielleicht auch nicht so super früh. Hier die Kaserne, Alter, die Kaserne ist so strong. Der zusätzliche Packer, der da einfach immer rauskommt. Und die ganzen Magier. So, und er hat sich hier einfach gedacht, wenn ich den Void Champ hier reinschicke. So, der Single. Der Single ist aber auch so ein kleiner Hardcounter gegen den Void Champ. Jetzt ist hier hinten zum Schluss noch ein Frostzauber übrig. Wahrscheinlich hier dann für das Streukatapult. Und wir sehen hier auch den neuen Wächter. Der immer mit seiner Hand so komisch ausholt. So. Das sieht so lustig aus. Putz. Aber das ist hier wieder eine Verteidigung. Das werden hier keine 3 Sterne. Trotzdem nice try, 91%. Wird hier wahrscheinlich sogar ein Time Fail. Hacker noch am Leben. Wächter, Queen. Wir haben noch 18 Sekunden. Das wird hier sogar doch nochmal knapp. Die Kanone, der Minenwerfer. Und jetzt hier die Queen kriegt sogar noch den Bogie-Turm. Und dann wird das hier tatsächlich echt an noch ein Time-Fail. 98%, 2 Gebäude fehlen dem Flo hier noch für den Triple. Nice try. Und dann... GG. Und dann muss ich mir hier ganz kurz gucken. Und dann switchen wir hier rüber in den nächsten Clan Burgenland. Gude. Bald kommt Noobs Team Nummer 1. Gude. Ihr Noobs, guter Angriff. Nice, wir haben einen guten Angriff. So, hier sind noch 20 Minuten zwischen den beiden Teams. Wir haben jetzt hier 2 Angriffe von Burgenland. Einen Triple haben wir hier schon verpasst. Den gucken wir uns natürlich sofort an. Hier auf Maximus. Vom Reihen gehämmert. Oh wow, wie der erste mir aufgefallen ist, als ich ihn vorgelesen habe. Oh Mann. Ach Jungs, warum immer so kreativ? Hi Sodo, du Noob, was geht? Ey, Solo, brauchst du mich nicht noch mehr? So, Wächter zünden, perfekt. Falls ihr Solo nicht kennt, das ist ja, der größte TFT-Streamer. Also, und falls ihr ein bisschen LOL oder Teamfight Tactics immer mal wieder spielt, das ist euer Mann, das ist quasi der Itzu in TFT. Ist da Challenger, einer, ja, Top 10 Spieler eigentlich immer der Welt. Könnt ihr auch auf jeden Fall gerne mal vorbeischauen.
Super lustig und das ist hier echt ein ziemlich sicker Angriff gewesen. Nice Overkill, selbst die Queen zum Schluss noch am Leben. Not bad. Ah ja, simpel. Die Frage ist, ob es jetzt mittlerweile irgendein Skill ist, in Fortnite 90s zu cracken. So, dann gucken wir mal, was der Holgmann hier gemacht hat. Und zwar auch hier mit Yetis, Päcker und Hexen. GG, ja, war ein schöner Angriff. Augenzwinkern. Ups. Und der Päcker, der tat weh. 1, 2, 3 Gebäude hat der rausbekommen. Das hätte man, glaube ich, auch einfacher hinbekommen können. Beim Friseur gewesen, ja, war aber auch ein Muss. So lang, wie es letzte Mal meine Haare waren. So, wir haben jetzt hier wieder Kleinkram CC. Giftzauber kommt. Ja. Okay, doch nicht so Kleinkram CC. Zwei Eisgolems. Oh, der macht die Angriffsstrategie von Itzu. Oh, das ist die Angriffsstrategie von Itzu, von dem Nummer 1 Spieler, die er vorgestellt hat. Mit den Loons dazu, damit die Heiler überleben. Stimmt, allerdings ist der King und die Hexen irgendwie nicht außen so lang gelaufen, wie er sich das wahrscheinlich vorgestellt hat. Streukatapult, Multi-Inferno-Turm. War, glaube ich, nicht die beste Strategie für die Base. Yeti Smash geht mir auf die Nerven. wird ihr zum nächsten Patch genervt? Gibt es ja eine kleine Mini-Änderung. Und ich glaube, die Mini-Änderung ist gerade gegen so eine Angriffsstrategie ziemlich effizient. Royal Champ und auch die Yetis werden genervt. Ich glaube, dass jetzt für die Taktiken, die nur Yetis benutzt haben, also so 7, 8, 9 Yetis, ich glaube, die Angriffsstrategien funktionieren gar nicht mehr. Man muss jetzt immer Yetis mit Packern kombinieren. Ich glaube, das wird jetzt die einzige Angriffsstrategie noch sein, die übrig bleibt. Bin ja nicht blöd, schweiße Minen so weit rein, dass die hinten, dass die Loons nicht drankommen. Ja, allerdings ist es meistens so bei der Angriffsstrategie, dass du ja relativ schnell mit den Yetis das Rathaus bekommst, dann zündest du ja sowieso deinen Wächter und die Loons wirklich echt bis in die Mitte von der Base reinfliegen und eigentlich immer irgendwelche schwarzen Minen auslösen. Aber der Yeti-Packer-Smash von Itzu wird sich nicht viel ändern. Also meine persönliche Meinung ist, dass es die Nummer 1 Angriffsstrategie wird. Benutzen wir auch schon die ganze Zeit eigentlich. Wir haben eigentlich fast nie das mit den Audi-Yetis benutzt. Also ich glaube, dass es tatsächlich ja, am besten sein wird. Woher kommt man den Wellenstrich im Noobs im TV im Namen her? Du meinst, boah, musst du mal gucken, wenn du bei Emojis runter scrollst bis zu diesem Stoppschild, glaube ich, da ist der. Ich mag Queen Shot Shocks. Queen Shot Shocks, ich finde Queen Shot Hybrid. Wie stehst du dazu? Also ich finde Hybrid tatsächlich noch besser als Hybrid noch besser als Only Hawks oder Only Miner. Ich finde, Hybrid ist super, super, super stark. Also für die Jungs und Mädels, die nicht wissen, was Hybrid ist, Hybrid bedeutet einfach Schweinereiter und Miner kombiniert. Meine sind noch nicht maxed.
Der hat aber doch einen Machttrank drin, oder? Die sollten doch Max sein. Der hat einen Machttrank drin. Hier, der Magier leuchtet blau. Hat er hier den Macht? Hä? Doch, die Miner sind maxed, oder? Kannst du jetzt nicht genau erkennen? Achso, Miner, lull. Dann auf geht's. Meine Miner sind nicht maxed, deswegen mache ich Creature-Shocks. Ach so, meinst du das? So, da lebt hier leider der Adler. Auf jeden Fall guter Versuch. Ich weiß nicht ganz genau, wohin er mit der Queen wollte. Ob er gedacht hat, dass die Queen hier nach außen läuft und dann Adler bekommt, weil der Adler hat halt die ganze Zeit überlebt. Und das war nicht ganz so. Nicht ganz so optimal gelaufen. So, Zero Star Hero. Habt ihr alle so eine kreative da? Der Second Layer Mauerbruch hat nicht funktioniert. Ah, okay. Okay, ich habe nichts gesagt. Wie spielt man Hybrid? Ich weiß nicht, ob ich. Ich werde wahrscheinlich ein Video dazu machen, wie man Hybrid spielt. Wollte ich schon die ganze Zeit machen. Aber, ja. Erst wollte ich unsere Gegner fragen. Die haben das in der Clankriegsliga super, super häufig und super gut gemacht. Aber dann hatte ich irgendwie keinen Kontakt mehr zu Tommy. Tommy, bist du gerade da? Dankeschön für das Follow. Vielen Dank. So, Wächter gezündet. Perfekt. Sprungzauber sitzt auch. Rathaus Slow nervt jetzt hier ein bisschen. Schwarze Mine ist nicht max. Dadurch überleben hier die Heiler. Sehr nice. Das ist immer sehr cool. Allerdings, Live-Angriff. Darum, Live-Angriff ist immer wichtiger als eine Wiederholung. Jetzt haben wir hier den Guggie. Und der hier so mit Art-Hybrid, nicht mit den, mit den 19 Minern, aber immerhin mit den 9. Fabi verlängert sein Geschenk-Abo von Deepy. Ehre! Warum wird das nicht angezeigt? Fabi, vielen lieben Dank. Und DP, Ehrenmann mit den ganzen verschenkten Subs. So, wann kommt der Giftzauber oder waren das noch nicht alle Bogies? Dann kommen die nächsten. Nee, bitte sind das keine 45 Bogenschützen. Ich hasse 45 Bogenschützen, die sind so nervig. Er hat jetzt hier auch seinen Giftzauber schon geworfen. Und die Queen, oh, läuft die nochmal rein? Zur Kanone, nein, läuft weg. Und es sind hier wirklich 45 Bogies. Es sind hier wirklich die 45 Bogenschützen mit, nein, mit einer Hexe. Oh, doppelt ärgerlich, weil er hier schon den Giftzauber geworfen hat. Jetzt hier auch noch, aha. Boah, das ist so ekelhaft. Wie kannst du nur? So will ich irgendwie nochmal die Queen am Leben halten. Ich glaube, das war aber nicht ganz so gut dafür, den Wutzauber zu benutzen. Jetzt hier den Wächter irgendwann noch. Ja, perfekt. Und so, World Champ kann er auch noch benutzen. Die Schweinereiter hier von... Die Schweinereiter hier vom... Von der Kaserne. Und... Okay, Wild Champ steht jetzt hier leider weg. Aber das werden hier nochmal einiges an Prozente, weil hier die Miner und die Schweinereiter
richtig laufen, die Tesla-Farm rausbekommen. Dann kann er hier die ganzen Trash-Gebäude noch rausbekommen. Außer, nee, der Wall Champ hier noch. Jump verdroppt. Nee, der Jump hat doch funktioniert, oder? Das mal ekelhaft, eine Hexe, die nach 33 Bogenschützen rauskommt, stimmt. Echt, hat er den Jump vertroppt? Für mich sah es so aus, als ob der Jump in Ordnung war. Kannst du die Base von TA-Armin zeigen? Ich burn keine Basen. Oder meinst du angucken? So, nächster Live-Angriff. Auf Maximus von Schräger Vogel. Und da haben wir Erdbeben und Jump-Zauber und einen guten alten Packersmash. Leider kein Wächterwalk-Packersmash. Das hätte ich wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr gefeiert. Aber der E-Drache hat da oben gut gefunden, der King. Jetzt hier gezündet. Hoffentlich aktiviert er nicht das Rathaus. Das wäre ärgerlich und. Ah, nee, das wollte er sogar. Lol, hat direkt den Slammer hinten hergesetzt. Aber der Slammer war zu früh. Und die Bowler laufen außen rum. Was machen denn die Bowler da außen? Muss jetzt hier auch den Giftzauber setzen. Giftzauber Lakaien und der Hund in der Clanburg. Und alles läuft hier erstmal am Rathaus vorbei. Das könnte hier richtig unglücklich werden. Das könnte hier richtig unglücklich sein. Selbst die Luftabwehr hier oben lebt noch. Oh no. Oh no. Er hat aber noch genug Magier, also. Den One-Star wird er hier retten können. Perfekt. Das wünschen wir hier niemanden. One-Star ist gerettet. Trotzdem ärgerlich. Aber zumindest immerhin der erste zu Base OP. True. Dennis, was geht? Luca. Ja, Assis, Alter. Ich mute mich mal, glaube ich, lieber. Wer hat die Rechte? Danny oder Tim waren das? Danny oder Tim, ihr Schlawiner, ihr. Hi, Modi. Wir machen irgendwann einen. Wir machen mal irgendwann einen Channel, wo selbst ihr nicht reinkommt. Danny und Tim. Das war Danny. Ja. So, schöne Ballons auf dem Boogie-Turm. Jetzt hier der TA Armin. Ich kann nichts dafür, ich weiß, Luki. Ich wurde missbraucht. Luki! So, leider das Rathaus geht hier nicht down. Wir haben hier einen X-Bau auch noch drauf. Muss jetzt hier erstmal die Queen am Leben halten. Lakai dazugesetzt, wie ein Profi. Und der Giftzauber hier auch sehr schön platziert. Das heißt, die Queen bekommt jetzt hier noch das Rathaus. Und jetzt müssen wir hier aber vor dem Multi uns gleich, dass wir ein bisschen Angst haben. Hier Kaserne plus King. Dann wird er wahrscheinlich gleich die Miner hier draufhauen. Ah! Heiler!
Wir haben da Probleme mit dem Mine, dann hätte er früher kommen müssen. Oder frostet jetzt hier einmal. Der Multi da oben muss down gehen. Er hat noch einen Frostzauber. Okay, die. Sehr gut. Und aber das Streukatapult. Guckt euch an, die Mine haben alle 1 HP. Da muss er jetzt rechtzeitig heilen. Die Mine haben kein Leben mehr. Die haben kein Leben mehr. Oh. Gegnerische Queen geht down. Die Queen von ihm geht dafür jetzt. Aber auch down. Jetzt gucken wir mal hier. Die ganzen Magier, die hier noch am Leben sind von der Kaserne. Übertrieben OP. Die laufen hier einfach perfekt. Und dadurch die Miner die ganze Zeit in der Base-Mitte. Aber jetzt hier hinten raus. Wieder ein Streukatapult. Super platziert. Und das macht hier wieder so viel Schaden. Oh no. Aber der World Champ, der überlebt jetzt hier. Das könnten hier tatsächlich 3 Sterne werden. Und, Alter, diese Magier, die man dazu bekommt von der Kaserne, komplett OP. Richtig schöner Plan auf die Base vom Armin. GG, also das war Plan und Ausführung. Echt perfekt. Die Queen da ein bisschen Achsen gemacht, weil die da auf die Mauer gegangen ist. Aber das war ein echt schöner Angriff. Echt stark, ja. GG. GG, das war sehr gut gemacht. Und damit der One-Star hier ausgeglichen. Es ist hier die Frage, was Burgenland in den letzten beiden Minuten hier macht. Der letzte Frost wäre vermutlich besser auf das Streukatapult gewesen, aber wer chippelt, hat recht. So sieht's aus. So, Mitty mit dem nächsten Angriff. Und auch hier wieder Queen Charge Miner. Alter, wie oft wir heute Miner sehen, das ist hier insane. Maximus spielt in beiden Clans. Ah ja. So, die Hexe überlebt hier leider. Darum ist hier nochmal der Wutzauber und auch nochmal der Frostzauber. Das ist halt das, was man eigentlich vermeiden möchte. Und das war wieder eine ekelhafte Clanburg. Und hier läuft die Queen leider auch falsch. Erste schwarze Mine gefressen. Nee, schon mehrere. Queen läuft jetzt hier aber wieder rein, Wutzauber auch platziert und Queen nimmt jetzt hier einen World Champ raus. Rathaus sollte sie auch bekommen, Frostzauber nochmal drauf. Hätte man auch das Streukatapult noch mit erwischen können. Aber bin jetzt mal gespannt, die Miner. Können jetzt hier den Wächter noch zünden, die Queen ist leider schon weggestorben. Erstes Streukatapult wird hier vom Packer getankt, das andere hat er jetzt hier in den Wächter gezündet und 2 Sterne erreicht. Aber keine Zauber mehr hier hinten übrig für die Miner und dann werden die jetzt hier leider auch ziemlich schnell das Ganze nicht überleben. Hier die Adlerschüsse auch noch drauf. Die tun richtig weh, die Adlerschüsse. Da sind bestimmt gerade 15 Miner gestorben. Hier unten Magierturm. Super viel Flächenschaden hier hinten raus.
Und damit ist es hier eine Verteidigung von The One and Only. Die Hawks kamen ausgerechnet für die Rathausbombe raus. Ja. DB! Wie kannst du Dino die ganze Zeit so hart gönnen? So, Maximus. Echt, Maximus ist wirklich in beiden Clans. DB haut hier den geschenkten Sub an Hendrik raus. Vielen lieben Dank. Und hier Maximus leider nicht mit den Triple, sondern hier mit den zwei Sternen. Und damit hat der Maximus aus Burgenland auf jeden Fall das Duell gegen den Maximus aus Eri Tarkus gewonnen. Und das Duell ging hier auch mit 11 zu 10 an Burgenland. Herzlichen Glückwunsch. Und damit seid ihr eine Runde weiter. Trotzdem hier Eri Tarkus hat sich hier wacker geschlagen. Schöner Triple hier von Armin. Und warum sollte ich denn nochmal die Base zeigen? Nope. Werden keine Basen geburnt. Hat er hier gehalten? Kann man die Base nochmal sehen? Fandet ihr die so ekelhaft oder was? Dann hier Glückwunsch auf jeden Fall am Burgenland. Glückwunsch auch am Blutschwur. Dankeschön, dass ich euch vier Teams streamen durfte. Viel Erfolg weiter noch. Und falls ihr mich oder meine Streams immer auch unterstützen wollt, könnt ihr das einfach ganz einfach machen. Creator Code Noobs eintragen. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist auf die drei Zahnrädchen drücken. Mehr Einstellungen, ganz nach unten scrollen. Und wenn dann hier das Feld grün ist, einfach Noobs eintragen. Immer überprüfen, wenn ihr irgendwas im Shop kauft. Ein kleiner Teil geht dann an mich. Und ich kann hier so Turniere wie die GML unterstützen, ein bisschen Preisgeld dazugeben. Und ja, einfach ein bisschen was an die Community zurückgeben. So sollte das eigentlich sein. Also ich werde das Geld auf jeden Fall nicht behalten, sondern in Stream-Equipment und auch Preisgelder investieren. Und wäre auf jeden Fall super nett, wenn ihr mich da unterstützen könnt. Soll ich einen Befehl machen? Noobs für Creator Code kannst du machen, Tyro. Ich höre aber jetzt allerdings auf schon mit dem Stream. Ist schon wieder 23 Uhr. Und dann überlege ich euch mal, wo ich euch hinhosten kann. Der Toto streamt noch. Dann schicke ich euch mal zu dem. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Morgen werde ich nicht streamen. Morgen gibt es ein Video. Und da viel Spaß, schaut auf jeden Fall auch auf YouTube vorbei. Macht's gut, haut rein und chill mit euch.